auf das Projekt bin ich gekommen vor ein paar Jahren. Da fand zum ersten Mal ein Ultramarathon statt, 100 Meilen Berlin. Da laufen also Leute entlang des Mauerwegs einmal um die Stadt. Und ich habe mir gedacht, wie sehen die eigentlich vorher und nachher aus, und habe Porträts gemacht. Und bei diesen Porträtaufnahmen haben die Leute natürlich erzählt von ihrem Lauf und der Strecke und waren sehr begeistert. Und wir haben uns aber überlegt, dass es natürlich wichtig wäre, auch Geschichten dazu zu haben, zu den Landschaften, also persönliche Anekdoten zu finden von Leuten, die damit eine Verbindung haben. Und so bin ich dann ins Spiel gekommen. Ich habe die Leute interviewt und aus den Sachen, die sie mir erzählt haben, dann kleine Essays gestrickt. Und das ist dann zusammengekommen und sollte eben die Ausstellung werden. Am 26. hat Harald Karas in der Abendschau bekannt gegeben, dass es den ersten Toten hier gegeben hat und Günter Litwin heißt. Und die Verwandten, also der eine Bruder meines Vaters, hat Günther erkannt und hat dann die Bild-Zeitung den Namen und auch die Adresse genannt, wo mein Bruder eben mal gewohnt hat. Und dadurch war der Name bekannt am 26. Ich habe mir geschworen, dass ich die beiden Schützen per Namen rauskriege. Und den haben sie mir gegeben. Da sind zwei Namen, Reichelt und Plaul. Diese Penner haben mein Bruder wie eine Ente durch Wasser gejagt. Und als er dann wieder hochkam nach dem Tauchen, ist er von Plaul Herbert mit einem Genickschuss getötet worden. Also mein Name ist Jürgen Litwin, ich bin der Bruder des Ersterschossen von der Berliner Mauer. Ich habe dadurch dieses Glück gehabt, den letzten Wachturm noch zu bekommen. Und somit konnten wir am 3.8. diesen Turm eröffnen als Gedenkstätte mit dem Namen meines Bruders. Aber der soll dienen für alle Opfer der Berliner Mauer. Und am 24.8. war der Todestag meines Bruders. Dort wurden Kränze niedergelegt, Blumen niedergelegt. Und ich habe einen Teil dort unten erzählt, denn den Fahrradfahrer waren ja bei 200 Radfahrer hier. Und habe denen dann unten erklärt, wie das war, wo mein Bruder erschossen worden ist. Und dann sind wir hier alle zum Turm. Und nach habe ich dann Gruppen in den Turm geführt und dann die Bilder erklärt und auch die Zeichnungen und alles, was dazu gehört, auch die Alarmansagen von Honecker, welche Straßen gesperrt werden mussten, wann die gesperrt werden mussten, ja, und so weiter. Und dann sind ja Panzer hier in die Rasse in Berlin und alles. Also das war der Kriegszustand, den wir erleiden mussten. Und zwar habe ich morgens schon die Nachrichten gehört im Rias. Und da haben die gesagt, die rennen hier rum mit Panzer und machen die zu und das. Und ich habe meinen Bruder sofort in den Hintern getreten und ich sage, los, aufstehen. Die haben die Grenzen zugemacht. Und da bin ich mit dem Fahrrad die 80 Kilometer dann lang gefahren, wo noch eventuell was wäre, wo er denn hätte abkauen können. Und er hatte das ja vorbereitet mit der Monika, dass sie denn nachkommt, wenn ihr alles fertig hat. Und die hat so an meine Mutter gehangen, weil mein Vater gestorben ist, und hat das immer hinausgezögert. Und dann ist das passiert, dann wollte er mit aller Gewalt und ist dann zum Humboldthafen, erstmal hier die Charité. Und der ist dann morgens losgefahren und abends kam er nicht mehr wieder. Und am 24. war dann die erste Meldung gewesen, dass die geschossen haben am Humboldthafen. Und am 25. bin ich verhaftet worden. Die wollten alles wissen. Verwandte im Westen, Freundschaften im Westen und ditte und ditte. Die haben mich bis morgen zum 3 verhört. Ja, und dann bin ich um 3 nach Hause gekommen und die Wohnung war total verwüstet. Aber die Stasi drin hat alles auseinandergenommen.
Schränke kaputt gehauen, Tische, wir hatten ja nichts mehr, kein Stuhl, kein Tisch, nicht. Vor Wut, diese Penner. Ja. Und meine Mutter ging ja in Schwarz, sie war ja in Trauer. Das haben die Idioten ja nicht für bare Münze genommen. Die haben da rumgewühlt wie die Schweine. Die Beerdigung war Ende August. Und zwar in der Smetana Straße in Weißensee. Und ich bin ein bisschen früher hingegangen. Und der Sarg, der war dann unten in der Kapelle von dem Friedhof. Und habe mir ein Rödeleisen mitgenommen, die Blumen weggerissen. Und ich war der Meinung, dass mein Bruder nicht mehr kenntlich ist, aufgrund der Verblommung des Sarges. Und da haben bei mir die Glocken geläutet. Ich wollte meinen Bruder sehen, ist egal, wie er aussieht. So, und dann hatte mein Bruder, nachdem ich den Deckel abgehoben habe, hier auf der Kinn ein Pflaster. Hier war der Ausschuss und in mir liegt der Einschuss. Ich hätte, wenn ich eine Knarre hätte, ich hätte hier ringsrum die Stasi abgeschossen. Und dann haben sie geschrieben in ihren Unterlagen, 60 überwiegend alte Leute, keine besonderen Vorkommnisse. In Wirklichkeit waren 800 auf dem Friedhof. So haben die sich zurechtgeschwindelt, die Idioten. Dann hätten sie ja zugeben müssen, dass das ein halber Aufstand war auf dem Friedhof. Es gab eigentlich kein Verständnis dafür, dass diese Personen flüchten wollten oder geflüchtet sind. Ich muss heute sagen, ich bedauere es natürlich, sagen wir, dass so viele Personen bei diesen Fluchtversuchen auch erschossen wurden. Aber es war offiziell bekannt, dass die Grenze militärisch bewacht wird. Und jeder Fluchtversuch unterbunden wird, auch mit Schuss, mit Anwendung der Schusswaffe. Ja. Und wenn dort also Leute es trotzdem versucht haben, sind sie damit von ausgegangen oder haben damit gerechnet, dass sie beschossen werden müssen. Der spektakulärste Grenzübertritt oder Grenzverletzung war eigentlich der LKW, der am 10.3., kurz vor der Wende, muss man sagen, ist eigentlich schade drum, aber am 10. März 1988 ist ein LKW durchgefahren oder über die Brücke gefahren und ist dann auf Westberliner Seite unterhalb der großen Neugierde am Schloss Klinike völlig zerstört und ramponiert dort auch zum Stehen gekommen. Mag zwar ein bisschen ketzerisch jetzt hier sich anhören, aber dort waren die Genossen, die also tagtäglich dort gearbeitet haben, die haben dann eben dienstfrei bekommen und dann haben unsere Vorgesetzten praktisch die Kontrollstelle besetzt, um das eben selber hautnah mitzubekommen. Denn wir hatten an und für sich mit diesen Agentenaustauschen nicht allzu viel zu tun. Das fand eben statt zwischen den amerikanischen Botschafter und dem Rechtsanwalt Vogel. Und alles andere waren nur Zaungäste dort. Ja. Wir hatten die Möglichkeit, bis vor zu dieser weißen Linie zu gehen und uns dort aufzuhalten in diesem Bereich. Ich bin auch öfters gefragt worden, warum ich da nicht rübergegangen bin. Bloß warum hätte ich dort drüber gehen sollen? Ich hatte mein Einkommen und meine Familie hier in Potsdam mit Frau und drei Kindern. Wenn ich dort alleine rübergegangen wäre, das war mir bewusst, dass dann meine Familie, also die Frau und die Kinder, die ja dann ja nicht mit hinterher konnten, hier bestimmten Repressalien ausgesetzt wären. Ich hatte mal einen sehr guten Freund und wir haben uns dann abends unterhalten und
ich war dann der Meinung, dass wir doch zufrieden sein sollten, dass es eben so friedlich abgelaufen ist, diese ganze Wende und, oder dieser Mauerfall. Und dass eben nicht geschossen wurde oder dass es keine Toten dabei gegeben hat. Und da hat mein bester Freund mich eigentlich rausgeschmissen aus seiner Wohnung. Hat er gesagt, du bist kein Kommunist mehr für mich, die hätte man alle erschießen müssen. Ja. Solche Sachen gab es auch. Ja. Bloß mal so am Rande. Aber wie gesagt, als wir dort gestanden haben an der Klinikerbrücke, es war natürlich dann doch, weil es eben so friedlich ausging, auch eine erleichterte Geschichte. Und die haben uns, es war auch nicht feindlich, als die Leute dann wieder zurückgekommen sind aus West-Berlin. Selbst dort sind wir nicht angefeindet worden. Im Gegenteil, die haben uns sogar noch von dem, was sie in West-Berlin geschenkt bekommen haben, ich hatte gesagt, vorhin Cola-Dosen, Getränkedosen, Zigaretten, haben uns von diesen Geschenken noch was abgegeben, aus Freude, ja. Na, erwarten. Schwierig zu sagen, was man erwartet. Auf jeden Fall nicht wieder zuzulassen, dass Brücken zum Hindernis werden.